Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Simon the Sorcerer. Ja, erstmal Asche auf mein Haupt. Es ist, glaube ich, jetzt schon gefühlt 8 Wochen her, dass ich das letzte Mal was aufgenommen habe. Ja, ich hatte viel zu tun. Also ich war viel unterwegs im Namen der Firma. Und deswegen bin ich überhaupt nicht zum Aufnehmen gekommen. Ich hoffe, das wird jetzt langsam wieder besser, obwohl ich gerade so ein ungutes Gefühl habe, dass ich demnächst wieder viel unterwegs sein werde. Naja, gut, aber schauen wir einfach mal, lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt muss ich erstmal kurz klarkommen, weil, wie gesagt, ist ja schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was jetzt hier eigentlich unsere Aufgabe war. Schauen wir doch mal. Sie sind versiegelt. Sie sind versiegelt, also. Ah, stimmt, das hier war ja Calypso, der sich in einen Frosch verwandeln konnte. Genau, stimmt, jetzt fällt mir so langsam wieder ein. Er ist an das Gestell gefesselt. Ja, genau. Und wir mussten jetzt irgendwie versuchen, ihn zu befreien, beziehungsweise selber hier irgendwie rauszukommen. Und wie machen wir das im dümmsten Fall? Lass uns mal kurz überlegen. Gab es hier noch irgendwas? Nee, hier gab es nur die Schachteln. Ja, okay. Nee, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Gut. Rein vom Logischen her müsste es ja eigentlich so sein, dass wir irgendwie mit den Gegenständen, die wir hier drin finden, wieder rauskommen müssen. Weil es kann ja sein, dass du durch dummen Zufall da reinkommst und nicht alle wichtigen Items dabei hast. Und nach Adventure-Logik müsste es eigentlich so sein, dass ich mit irgendwas hier rauskomme, was ich hier drin gefunden habe. Was war das denn? Dieser Schlüssel, hä? Ein Goblin-Schlüssel aus 2 Zähnen und einem Stift. Okay. Ich frage mich, wo der Rest der Ratte ist. Nicht im Inventar. Das ist ein Metalleimer mit einem großen Loch. Okay. Zum Glück ist meine Mütze feuerfest. Eine Packung extra starker Pfefferminzbonbons. Es ist über und über mit Symbolen versehen. Okay. Kannst du das denn mit der Tür benutzen, um die vielleicht zu öffnen? Das geht doch so nicht. Ist es ein Türöffnungs... Okay, ist es nicht. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Türöffnungsspruch oder sowas ähnliches. Gut, also wir haben einen Schlüssel. Da oben sind doch Gefängniszellen. Können wir die vielleicht mit einem Schlüssel öffnen? Schlüssel, Rattenknochen, ein Eimer mit einem Loch, ein Brandeisen und Pfefferminzbonbons. Was hat der Kalypso noch gesagt? Wie kann er sich verwandeln? Bei Vollmond. Oder warte mal, vielleicht können wir ja irgendwie die Schlösser mit dem Schlüssel öffnen. Das wird, glaube ich, nicht klappen. Das geht doch so nicht. Ah, nein, es klappt tatsächlich nicht so. Probieren wir einfach mal alles durch. Irgendwas wird das schon funktionieren. Das geht doch so nicht. Brenn ihn frei. Eine gute Idee, aber nicht sehr praktisch. Warum nicht? Ich muss diesen verdammten Ring abziehen, sonst hält mich der verrückte Druide noch für einen Dämon. Okay, was? Kann ich bitte diesen Eimer über deinen Kopf stülpen? Warum? Hast du so etwas wie einen Plan? Jawohl, ich habe einen Plan. Das ist eine glatte Lüge. Okay, darf ich ihn den Eimer über den Kopf stülpen? Gut. Ja, jetzt haben wir hier einen Druiden mit einem auf dem Kopf. Moment. Eingeschränkte Sicht. Mal kurz was gucken. Ja, wie geil. Jetzt hält er ihn nämlich genau für einen Vollmond. Super gut. Ich verstecke mich besser, bis er zurückkommt.
Ich werde den Ring anziehen. Ja, mach das mal. Die Batterien scheinen leer zu sein. Wie jetzt? Oh, besser die anderen. Okay. Oh, meine Güte. Vor allen Dingen, seit wann hat... trage... Kann ich mich... Au, extreme Akupunktur. Ich glaube, mein Heuschnupfen ist geheilt. Ach, wie geil. Okay. Dass mein Freund Kumpel weiterhelfen könnte? Der hat auch Heuschnupfen. Ich kann niemanden sehen. Nein. Hier drin ist niemand. Hinter dir. Was? Oh. Nicht mehr witzig. Vor Strafe wirst du eine Woche lang abwaschen. Bitte nicht, Captain. Gnade. Wir brauchen dringend einen neuen. Ich habe das gehört, Captain. Okay. Tage? Tage? Wie überlebt der Tag in der eisernen Jungfrau? Gut. Ich kann gar nichts tun, solange ich hier drin bin. Mein Gott. Das war ganz schön heiß. Ich brauche einen Drink. Ich sag's ja, grandioser Humor. Ich wusste gar nicht, dass Goblins so reinlich sind, dass sie ihr Geschirr abwaschen. Wahrscheinlich lecken sie sehr sauber. Okay, was hast du denn hier Schönes dabei? Gedicht nehmen. Ja, sehr schön. Und da ist er wieder weg. Okay. Ich glaube, mit den Gitterstäben können wir jetzt raus. Da. Kann es vielleicht sein, dass man die Klickgeräusche von dem Haus hört? Das würde mir leid tun. Aber ich hoffe, das ist nicht allzu aufdringlich. Gut. Ja, sehr schön. Wir sind wieder draußen. Ich bin begeistert. Das heißt ja, wenn das wirklich Kalypso war, dann könnte er vielleicht sogar jetzt in seinem Haus sein. Ich würde sagen, wir gehen nochmal direkt dran vorbei und schauen auch einfach mal nach. Ich stelle mir immer nur die Frage, was wir ihm andrehen können. Ich setze also den Ring, wollte er ja nicht haben. Und sonst haben wir eigentlich nichts, was irgendwie noch von Interesse wäre. Ich glaube nicht, dass er was mit Pfefferminzbonbons anfangen kann. Aber gut, das werden wir dann noch sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, ich habe voll gelogen. Er ist nicht hier. Wo könnte er denn dann jetzt sein? Ja. Oder ist er da noch irgendwo in der Nähe und ich habe ihn übersehen? Nein. Aber hier ist er doch nirgendwo. Das ist jetzt gerade ein bisschen seltsam. Ich glaube, die muss man von innen öffnen. Okay. Aber das hat ja nicht funktioniert, das hast du ja schon versucht. Hey, wo ist dieser dämliche Frosch hin? Willst du mich trollen oder was? Okay. Wo halten sich denn Frösche. Frösche allgemein am liebsten auf an Teichen? Gibt's hier irgendwo ein Teich in der Nähe? Das ist die Trollbrücke. Da war ein Brunnen. Gucken wir da mal. Nein, hier ist kein Frosch. Okay. Gucken wir mal da. Ist da vielleicht ein Frosch drin? Es ist ein sehr tiefer Brunnen. Und beinhaltet scheinbar keinen Frosch. Jetzt bin ich gerade leicht verwirrt. Okay, gehen wir nochmal kurz in die Stadt. Schauen wir mal.
in der Stadt nach. Oder vielleicht wissen die Zauberer irgendwas. Beziehungsweise, ha, wir können sowieso mal bei den Zauberern vorbeischauen. Weil wir haben ja noch den Zauberstab, den wir abgeben können. Endlich nach schier endloser Zeit. Oh Gott. Wo mag das alles nur enden? Heißt es denn, wir haben im Endeffekt was unsere Aufgabe schon erfüllt? Gleich, wo wir waren. Laut wir haben Führer Kalypso sind befreit, wir, wir haben einen Zauberstab gefunden. Dorf. Wir machen keinen Fortschritt bei unserer Aufgabe. Wir sind nur bis hierher gekommen. Wir, nun, mir scheint, wir haben den Jungen unterschätzt. Ha. Und jetzt macht ihr mich zum Zauberer, richtig? Es sind erst noch einige Formalitäten zu klären. Könntest du bitte diese Fragen beantworten? Name? Oh Gott. Okay. Ja, sind wir ehrlich. Danke. Jetzt musst du nur noch die Abonnementprämie leisten und was? Dann bist du ein Zauberer. Abonnementprämie? Ja, nur 30 Goldstücke für what? Junior-Mitglieder. Ja, ich genau. Habe aber gar kein Geld. Schade, aber dann kannst du kein Zauberer werden. Wartet hier, ich finde euer Geld. Ihr wollt mich da jetzt verarschen, oder? Richtig. Ach, haben nö. Wir die zwitschernden Spatzen noch? Sie fixen noch mal. Ja, okay. Wo kriegen wir jetzt das gottverdammte Geld her? Und ich habe immer noch so viel Kram im Inventar, wo ich nichts mehr anfangen kann. Geld. In der Zwergenmine müsste es doch irgendwie möglich sein, an Gold ranzukommen. Schauen wir doch mal. Da habe ich ja auch nicht weiter untersucht, ob man da vielleicht irgendwie weiterkommt. Ich hab dir doch gesagt, dass du abhauen sollst. Aber ich bin ein Zwerg. Ja. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Werte. Also verzieh dich. Ich habe das ist so klischeehaft, ich mein Gott. Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Ja. Okay, dann ziehen wir uns mal an wie der typische Fantasy-Zwerg. Mit einem langen Rauschbart. Wow, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. Ja, und stinkt wahrscheinlich nach Bier und Essensreste. Hallo, mein Freund. Hallo. Wie lautet das Passwort? Horst, nein, Bier. Ist es Bier? Du kannst rein. Na, endlich. So, und jetzt schauen wir doch mal. Also darunter konnten wir nicht, weil der Typ steht, den wir wahrscheinlich irgendwie auch bestechen können. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Na gut. Aber die scheinen echt gerne zu saufen. Das muss man sich da irgendwie zunutze machen können. Noch einer ein Bier? Ja, ja, genau. Vielleicht kann uns da irgendwie der Wirt weiterhelfen. Diese fette Masse kann ich nicht bewegen. Was können wir denn da tun? Ja, das nicht ist, glaub, nachdem was zu letztes bescheuert. Mal passiert ist. Ja. Ah. Ich würde wahrscheinlich wegen Lärm belästigen. Noch einer ein Bier? Okay. Was haben wir denn noch? Haben wir eigentlich den Schlüssel gefunden? Das weiß ich gar nicht mehr. Wollen wir den her? Was können wir damit machen? Noch einer ein Bier? Das geht doch so nicht. Einfach in die Nase stecken. Der Lacher ist es wert, oder? Können wir ihn nachkitzeln? Ja. Oh, wie gut. Oh nein, noch ein Schlüssel bitte nicht. Hey, hey, hey. In Yale. Wir sind nicht in Yale. Okay. Falls irgendjemand diesen Witz verstanden hat, gib mir Bescheid. Ich habe ihn nicht verstanden. Gut. Jetzt haben wir noch einen Schlüssel, mit dem wir gerade nichts anfangen können. Aus.
Er ist wirklich stockbesoffen. Deswegen kannst du nicht mit ihm reden, oder was? Das können wir schon mal so geil anfangen. Fragen über Fragen und so wenige Antworten nach. Das ist doch echt enttäuschend. Ja, du kannst ruhig weitergehen, Simon. Bier, 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 Bier. Wir haben festgestellt, dass die Fässer da unten, glaube ich, alle leer waren. Ja gut, dann gehen wir doch einfach mal zu dem Wirt zurück. Und versuchen irgendwie vielleicht Fass Bier aus dem Kreuz zu leiern. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir ihn da irgendwie drauf ansprechen können. Und währenddessen überlege ich einfach mal weiter, wo dieser gottverdammte Frosch sein könnte. Hat ihn ein Storch irgendwie geklaut? Hat er ihn verspeist? Wäre irgendwie, glaube ich, nicht so toll. Achso, genau, wir wollen mit ihm reden. Ich bin völlig verwirrt. Ich bin's wieder. Oh ja? Okay, so können wir nicht drauf ansprechen. Nein, man sieht sich. Wir doch schon mal irgendwie Fässer oder so gesehen. Warte mal. Ich bin's wieder. Oh ja. Genau. Ja, ich hätte gerne einen du West Sau. Wizard. Ein Moment bitte. So, genau. Oh, lieber nicht. Der Barkeeper könnte mich sehen. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir da jetzt ran? Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ja, nächster Versuch. Ich hätte gern einen Warlock Surprise. Einen Moment bitte. So, 80 im Vorgang. Wir vielleicht in dem Eimer was abfinden können? Das geht doch so nicht. Nein. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo ein wenig Tut mir leid, Sir, ich kann im Moment kein Fledermauskonzentrat finden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Lasst uns doch mal kurz nachdenken. Bierfass. Der lässt sich wahrscheinlich das Bier durch den Laden liefern, könnte ich mir gut vorstellen. Vorstellen, dass das so abläuft, dass der wahrscheinlich leere Fässer vor die Tür stellt oder so, dann die neuen abholen lässt oder so. Kann das sein? Laber ich Müll oder ergibt das irgendeinen Sinn? Wenn wir es also schaffen, dass er irgendwie dieses dämliche Fass vor die Tür stellt, wenn das ihn überhaupt tut, ich habe keine Ahnung, können wir das vielleicht abgreifen? Aber wie machen wir das? Ich hätte gern eine Cool Red Witch. Einen Moment bitte. Haben wir irgendwas, womit wir ihn verarschen können? Wieso das Bier so ablassen können wir nicht? Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen verdammten Meldensittich finden. Obwohl, das bringt uns ja gar nichts. Wir müssen ja im besten Fall ein volles Fassbier da abgreifen. Noch etwas sein, der Herr? Entschuldigung. Oh, Moment. Nein, verdammt. Das war die falsche Antwort. Und zwar, da fällt mir gerade was ein. Wir haben ja noch diesen gallischen Wachsklumpen da. Oh ja? Pass mal auf. Ich hätte gern einen Wet Wizard. Einen Moment, vielleicht können bitte. Wir ihn einfach bös verarschen. Ja, wie geil. Genau. Jetzt verstopft er nämlich den Zapfhahn. Richtig. Aber weiß, ob das funktioniert. Und der Wirt denkt jetzt wahrscheinlich, das Fass ist leer. Ich habe den Zapfen am Fass mit dem Wachs blockiert. Ja. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Wer es glaubt. Warte hier, ich habe etwas für dich. Ich wusste es doch.
Jetzt stellt er es nämlich vor die Tür und das wird jetzt vom Shop normalerweise abgeholt, schätze ich mal ganz stark. Und die stellen dafür ein neues, volles Fass hin. Hey Kleiner, bring deinem Vater eines dieser Prospekte mit heim. Was für Prospekte? Wo ist das? Party Time im betrunkenen Druiden. Bier für ein Goldstück pro Krug. Außerdem klebt ein Freibiergutschein dran. Na, ich kenne doch jemanden, der sowas gern haben möchte. Zwerge. Aber gut, jetzt können wir doch bestimmt hoffentlich das Fass mitnehmen, oder? Da, Zerrenium. Ein Glück, dass ich einen so großen Hut habe. XXXXL. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal zu den Zwergen zurück. Und ich würde einfach mal sagen, wie es da drin weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, doch, das machen wir so. Und hoffen wir, dass es weiterhin so gut läuft wie in den letzten Parts. Drückt mir die Daumen. Also dann, schönen Abend noch.